Hallo und willkommen zurück bei Feed the Beast Inventions. Ich weiß ganz genau, was wir beim letzten Mal gemacht haben, denn beim letzten Mal bin ich ziemlich verzweifelt bei dem Versuch, ein Quarry zu bauen. Und wir werden diesen Plan jetzt erst einmal nicht weiter verfolgen, weil mir etwas anderes eingefallen ist, was ich auch sehr gerne machen möchte, was wir aber tatsächlich noch nie gemacht haben, nämlich unser ganze Flüssigkeiten in einem NI-System zu speichern. Wir werden erstmal den Reaktor anmachen. Dazu werde ich jetzt auch noch etwas sagen. Mir ist nämlich eingefallen, wie man den besser, wie man ihn ausbauen könnte. Und zwar könnte man ihn, oh, hier fehlt ja ein bisschen Zaun. Eigentlich sollte das hier zu sein. Also, wir wollen ihn nicht in der Breite verändern und auch nicht in der Höhe. Also zumindest nicht nach oben, sondern wir verbreitern ihn nach unten sozusagen. Also, wir werden einfach dafür sorgen, dass der weiter in den Keller gebaut wird. Da haben wir Platz, da ist überhaupt nichts im Weg. Das geht wunderbar. Was ich aber auf jeden Fall machen will, ist Fluid-Interface. Brauchen wir MI-Fluid-Interface? Da können wir scheinbar die Flüssigkeiten hinein importieren. Und hier haben wir den Fluid-Exported-Import-Bus. Okay, also das scheinen die gleichen Rezepte zu sein, nur mit Lapis dazu. Weil es blau ist und Flüssigkeiten sind blau, weil Wasser blau ist? Ich weiß es nicht genau. Wir haben hier den MI Fluid Storage Monitor und MI Fluid Storages. Und dann müssten wir eigentlich auch... Nee, ein Fluid Drive gibt es nicht. Das scheint in das normale Drive reinzukommen. Also wir brauchen mehrere Dinge erst einmal. Ich möchte am liebsten das eigentlich mit diesem Fluid Interface machen, damit wir die ganzen Flüssigkeiten einfach da reinpumpen können und die werden dann in unser System importiert. Was mir auch ganz gut gefallen würde, wäre ein Terminal, wo wir beides sehen können, also Items und Flüssigkeiten. Fluid Terminal, Fluid Storage Monitor, genau, wir wollen ein Fluid Terminal. Wie gesagt, das ist für mich etwas Neues und ich kenne mich damit nicht so komplett aus, aber wir werden den auf den Grund gehen und wir werden das hinbekommen. Also erst einmal ein MI Fluid Interface. Das hätte ich gerne. So, gut. Formation Core. Wir brauchen also Logic Processor. Gut, das ist Gold. Gut, Logic Processor brauchen wir. Also, gucken wir mal, was wir in Gold haben. Genug. Wir machen mal gleich 4. Und dann haben wir hier unsere Logic Press. Und dann nehmen wir gleich das raus. Und dann wollen wir hier gleich mal ein paar Logic Processor herstellen. Wie gesagt, das ist für mich jetzt eine Art herausbekommen und ich muss das erst einmal checken, wie das funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob das funktionierte. Jawohl, das funktioniert, also mit einem Item geht es. Der Inscriber hatte wohl Probleme, wenn man mehrere Items hineintut, aber wir sehen jetzt schon gerade, wenn man natürlich dabei bleibt und zuguckt, dann wird es dadurch auch nicht schneller. Also das ist natürlich Käse, das geht ja nicht schneller, nur weil ich dabei bleibe und zugucke. Da wäre es schneller gegangen, wenn ich die Sachen selber reingetan hätte. Aber sei es drum. Ich finde das eine sehr spannende Sache und ich weiß gar nicht, warum ich das noch nie gemacht habe. Wahrscheinlich fand ich die Idee, Flüssigkeiten zu speichern, Flüssigkeiten in einem richtigen Tank zu speichern, fand ich irgendwie aufregender und natürlicher. Aber wir sind im Zeitalter der Computer und wir lagern unsere Items in dem Computer, also warum sollen wir nicht auch unsere Flüssigkeiten in dem Computer speichern? Das habe ich mir so gedacht. Denn, ich bin da ja nicht grundlos drauf gekommen, der Big Reactor erzeugt relativ viel Strom. Vielleicht ist das so eingestellt in den Konfigurationen, aber ich bin der Meinung, er verbraucht relativ viel Fuel. Wir sehen hier, was an Fuel runtergeht und 144 Millibuckets sind ein Ingot. Das heißt, wenn der ein halbes Ingot pro Tick verliert, dann müsste man hier eigentlich zugucken können, wie das weniger wird. Es ist meiner Meinung nach ziemlich bedenklich und deshalb werden wir einen Cyanide Reprocessor brauchen. Und natürlich brauchen wir auch ein Quarry. Aber das werden wir alles machen, sobald wir unser Fluid Base haben, sozusagen. Unser Fluid Storage, damit wir diese Flüssigkeiten, nämlich Wasser, speichern können. Und dann können wir auch gleich unser Creosote Oil da reinmachen. Was ich jetzt natürlich wieder an dem Reaktor ein bisschen doof finde, so wie jedes Mal, auch wenn man ihn nicht braucht, er verbrennt hier weiter Strom. Also wir werden den jetzt einfach mal ausmachen, weil er durch unser Fuel durchbrät, obwohl das gar nicht nötig ist. Das ganze Fuel verbrennt
Aber hier drüben, die Basic Capacitor Bank, die ist voll. Und er erstellt trotzdem 3000 Redstone Flux pro Tick, aber sein Puffer ist auch voll. Natürlich entleert er sich jetzt alleine, weil das MI-System läuft. Aber hier sind 10 Millionen Redstone Flux drin, was relativ viel ist. Und hier haben wir nochmal 5 Millionen. Wir haben also einen Puffer von 15 Millionen Redstone Flux. So viel ist überhaupt gar nicht nötig, so viel brauchen wir jetzt nicht. Deshalb werde ich den Reaktor ausmachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Möglichkeiten gibt, das zu regeln, dass der von mir aus nur dann anspringt, wenn sein eigener Puffer von mir aus unterhalb von 30% ist und dass er wieder ausgeht, wenn er bei 100% ist. Das weiß ich nicht so genau. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das geht oder dass das mit der Capacitor Bank geht. Ich glaube, die kann ein Signal ausgeben, wenn der Stand unter einem bestimmten Minimum ist, kann ich sagen, wenn es unter 2 Millionen Redstone Flux ist, dann soll der Reaktor wieder anspringen. Dann ist nämlich der Reaktor leer und die Capacitor Bank ist dann auch relativ leer. Und dann soll er anspringen und wieder produzieren, bis es auf 100% ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, das geht, aber da muss ich mich jetzt ein bisschen weiter reinfinden. Deshalb werden wir es in dieser Aufnahme erst einmal noch manuell machen und dann werde ich gucken, was ich tun kann, um das zu automatisieren. Aber eins nach dem anderen. Wir wollen erst einmal ein MI-Fluid-Interface bauen. Dafür brauchen wir Formation Cores. Und wir haben keinen Certus Quartz mehr, wie es aussieht. Haben wir tatsächlich nicht mehr. Sollte aber kein Problem sein. Da nehmen wir uns hier ein Certus Quartz Crystal Stack. Das ist auch so eine Sache. Ich finde das ja schön, dass wir das machen können. Aber eigentlich will ich das nicht mehr so wirklich machen. Ich möchte da viel lieber ein Quarry bauen, damit wir nicht mehr so unsere Sachen rein cheaten müssen, sage ich jetzt mal so blöd, wie es ist. Das kann da auch rein, das vergesse ich schon nicht. Also ich möchte, dass wir auf irgendeine Art und Weise dazu fähig sind, eine gewisse Menge an Materialien bereitzustellen, ohne Equivalent Exchange nutzen zu müssen. So, MI Fluid Interface. Das kann... Ich glaube, den Calciner brauche ich gar nicht mehr. Aber dann wird es hier langsam ein bisschen eng. Wir können das MI Fluid Interface eigentlich dahin stellen. Aber dann habe ich nicht mehr wirklich Platz für das Terminal. Jetzt wird es ein bisschen knapp. Wir können es natürlich auch ganz woanders hinstellen. Wir könnten jetzt natürlich unser Fluid Terminal auch in den Keller verstecken. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Wir könnten es aber auch hier hin machen. So, weil an diese Chest... Das ist nur eine Puffer-Chest, da muss ich überhaupt nicht ran. Ja. Wir machen das einfach mal da. So, damit wird es sowieso angesteuert. Network Apprentice, oh, ist ja toll. Da sehen wir empty, 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 empty. Okay. Und da können wir jetzt meiner Meinung nach Flüssigkeiten hineinpumpen. Dafür müssten wir dieses Glass Cable Fluix durch ein Conduit ersetzen. Gucken wir mal, haben wir sogar noch, wunderbar. Das brauchen wir, damit wir hier auch die Fluid Conduits hinsetzen können. Nee, können wir nicht, da ist ein Storage Bus. Okay. Weil von oben kommt dann das Fluid Terminal hin. Also nee, das ist ungünstig. Das ist leider Gottes ungünstig, wir werden das anders machen. Wir stellen... Das hier machen wir erstmal weg, dann stellen wir da das MI Fluid Terminal hin. Und so. Und das MI Drive, das kann ganz woanders hin. Obwohl, wir wollen das hier mit Flüssigkeiten füllen können. Dafür brauchen wir aber von oben wieder ein Conduit und dann kann ich wieder kein Terminal ransetzen. Das ist jetzt leider nicht so einfach. Da müssen wir halt die Flüssigkeiten durch den Keller einführen. So, ist in Ordnung. Wir führen es durch den Keller ein. Und jetzt muss ich erstmal nach unten gehen und mein MI-Terminal wieder anmachen, sozusagen. Weil ohne MI-Drive wird das nichts. Dafür machen wir aber einfach mal hier. Machen wir... Oh. Da ist ja gar kein Keller mehr. Okay. Alles nicht ganz so einfach, wie ich gehofft hatte. Ist da noch Keller? Da ist auch kein Keller mehr. Verdammt, ich muss doch hier irgendwo einen Keller haben, der direkt über einem MI-Conduit ist. Da. So. Da haben wir noch ein bisschen Keller übrig. So, da kann das in den Keller reingehen. Und
dann gucken wir mal. Machen wir so. Und, großartig. Und so. Wir hoffen mal, dass das funktioniert. Aber ich... Doch, funktioniert. Okay, sind wir hoch genug? Und dann machen wir das so. Und dann stellen wir hier das ME Drive dahin. So. Was natürlich ganz furchtbar ist und ganz schrecklich. Das hängt da jetzt von der Decke runter. Das ist ganz furchtbar. Das muss ich noch irgendwie anders machen. Aber vielleicht später. So, das machen wir jetzt nicht. So, das ist jetzt jedenfalls wieder an. Das funktioniert und das wird das MI-System versorgen. Das ist völlig egal, wo sich das befindet. Das muss ja nicht unbedingt daneben sein. So, das wird jetzt jedenfalls hier wieder funktionieren. Machen wir da mal zu und da machen wir auch wieder zu. Schwupp. Und jetzt können wir hier mal gucken. Da funktioniert wieder. Was wir jetzt brauchen, ist ein MI-Fluid-Terminal. So, und da gucken wir mal. Haben wir alles da? Wunderbar. MI-Fluid-Terminal. Dann brauchen wir noch ein bisschen... Oh, okay. Ein bisschen Fluix-Cable, wollte ich sagen. Haben wir aber gar nicht mehr. Oder wie heißt das? Doch, Fluix, will ich doch meinen. Es heißt Fluix-Cable. Bam. Meine, mit dem Pure Fluix Crystal. Habe ich dann gar keine anderen Fluix Crystals? Nee. Aber ist egal. Es ist egal. Wir wollen jetzt einfach mal... Moment, warum habe ich die jetzt... Ach doch, ja. Deshalb. Wir müssen nämlich hier eins hinsetzen. Und dann können wir da rangehen. So. Und das zeigt uns bis jetzt noch gar nichts, denn hier ist nichts drin. Gut. Ja, das finde ich aber doof. Warum kann ich denn das nicht definieren hier? Fluid Terminal. Na gut, müssen wir mit Escape raus. Finde ich sehr ungünstig. Aber egal. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, das Lapis können wir zurückgeben. Das wird nämlich gleich wieder zurückgeschickt. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, sind die Fluid Storage Cells. So, und da würde ich eigentlich auch ganz gerne so viel von bauen, wie geht. Ich finde es immer noch doof, dass das Dings unten ist. Wir werden das hier abbauen. So. Calciner, Aludel und Glass Bell und die Research Station, die werden wir woanders hinstellen und dann haben wir hier Platz für unsere Interfaces, okay? Ja, weil das muss ja. Ich muss ja an das ME Fluid Interface auch ran. Also das kommt ja auch weg und dann setzen wir das wieder so, wie es vorher war. Verdammter Mist. Okay, jetzt haben wir die Verbindung wieder da. Jetzt kann das Fluid Interface... Jawohl! Jetzt habe ich einen guten Punkt. Jetzt kann ich es so setzen, mit dem MI-Conduit verbinden mit dem System. So, das ist jetzt angeschlossen. Und über den gleichen Punkt kann ich auch die Fluid-Conduits anbringen. Dann müsste es nämlich gar nicht von oben kommen. Okay, gut. Dann kann ich hier mit den Fluid-Conduits durch diesen Strang durchgehen und das ans Fluid-Interface exportieren. Oder ich könnte es auch hier machen. Aber das muss auch nicht sein. Vielleicht stellen wir unser ganzes Research-Zeugs einfach dahin. Dann ist es näher da dran, wo wir es brauchen. Und da muss ich nicht immer hin und her laufen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. So, machen wir einfach so. Das haut auch hin. Wunderbar. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es jetzt auseinandergepflückt ist. Aber mir bleibt nicht wirklich was anderes übrig. Na schön, ist egal. Also, wie sieht's denn aus mit... Fluid Conduit 14 haben wir. Da wollen wir eigentlich mal gucken, ob man das hier... Ah ja, das ist natürlich nicht verbunden. Also, es ist nicht im Keller. Von daher müssen wir hier erst einmal gucken, wo das alles lang geht. Also, so wie es aussieht, brauchen wir ziemlich viel davon. So. Wir machen einfach mal so und gehen hier lang. Und dann machen wir das hier wieder zu. Und dann werde ich dafür irgendeine Farbe definieren, die mir sofort sagt, okay, Insert. So. Ja, na gut, es ist im Prinzip egal. Es sollte eigentlich funktionieren, egal von wo das jetzt kommt. Ich hab jetzt ein bisschen das Problem, ich möchte Wasser da reingeben. Aber ich möchte auch... Öl da reinmachen, dieses Creosote-Öl, das will ich da auch reinmachen. Das kann ich aber nicht beides über einen Strang bringen.
weil das nur eine Flüssigkeit gleichzeitig übertragen kann. Und dann komme ich, glaube ich, in das Problem, dass Wasser immer gefördert wird, weil es kein Ende hat, sozusagen. Oder benutze ich das überhaupt für Wasser? Wahrscheinlich brauche ich das überhaupt nicht für Wasser. Das ist wahrscheinlich gar nicht nötig.